Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Der Tobi hinter der Kamera und ich, wir sind heute mit dem Hyundai X35 Fuel Cell unterwegs. Der Koreaner wird seit 2015 bei uns in Deutschland angeboten und in Korea in der eigenen Fertigungsstraße sogar gebaut. Der Wagen hat einen 136 PS starken Elektromotor unter der Haube, aber kaum eine Batterie an Bord, denn er wird mittels einer Brennstoffzelle angetrieben. Der X35 Fuel Cell wird also nicht mit Batteriestrom angetrieben und man hängt ihn an die Steckdose, sondern wir haben hier zwei Wasserstofftanks verbaut und wir haben eine Brennstoffzelle. Was macht die Brennstoffzelle? Im Prinzip nimmt sie den Wasserstoff aus dem Tank, reichert den an mit Wasser, mit Luft, also mit Sauerstoff, und dadurch wird dann Strom erzeugt. Hört sich so simpel an, ist eigentlich auch ganz simpel. Und das einzige Abfallprodukt, was entsteht, ist wirklich Wasserdampf. Ja, so weit, so gut. Hört sich auch alles prima an. Der Wagen hat eine Liftsreichweite zumindest von 600 Kilometern. Also kann man ein ganzes Weilchen fahren. Ich habe jetzt hier so errechnet, mein Fahrbetrieb ist ja eher auf 400 Kilometer ausgelegt. Dann muss man an die Wasserstofftankstelle ranfahren und den Wagen neu befüllen. Hört sich erstmal locker an alles, ist aber nicht ganz so einfach bei uns in Deutschland. Es gibt bei uns in Deutschland ungefähr 14.500 Tankstellen, wo man fossilen Brennstoff aufnehmen kann. Im Vergleich dazu gerade mal 41 Wasserstofftankstellen. Wir stehen jetzt hier an einer, die steht in Unna. Ich bin also in Kamen, um genau zu sein, bei Unna. Wir sind also 100 Kilometer von Bielefeld aus hierher gefahren, um den Wagen zu betanken, fahren gleich wieder 100 Kilometer zurück, weil das Netz halt noch nicht so ausgebaut ist. Optional hätten wir auch nach Münster fahren können. Und in Reda-Wiedenbrück bei Gütersloh, da ist die nächste geplant, aber wie gesagt auch noch nicht fertiggestellt. Darum sind wir hergefahren. Was immerhin ganz positiv ist, diese ganze Wasserstofftankerei wird hier in Deutschland oder auch europaweit von einem Unternehmen oder einem Verbund, vielmehr nicht ein Unternehmen, Verbund betreut, CEP, Clean Energy Partnership. Die kümmern sich darum, dass hier auch ein gewisser Standard eingehalten wird. Also diese 41 Tankstellen, die es gibt, da kann man überall mit den in Deutschland verfügbaren Wasserstoff- oder Brennstoffzellen Fahrzeugen tanken, weil da immer der gleiche Hahn ist und quasi man problemlos mit diesen 700 Bar den Wasserstoff reintanken kann. Wer wissen möchte, wo in seiner Nähe die nächste Wasserstofftankstelle ist, den empfehle ich die H2.live App. Gibt es für iOS und Android. Kann man ganz gut gucken, wo die nächste Tankstelle ist. Diese Dünne der Tankstellen ist so ein bisschen wie eine Problematik. Ne? Solange es nicht genug Tankstellen gibt, werden wir als Privatleute uns ein Fahrzeug natürlich nicht kaufen. Macht ja wenig Sinn, es sei denn, man ist immer nur im Stadtverkehr unterwegs. Entschuldigung. Aber die Tankstellenbetreiber sagen sich natürlich auch, was sollen wir denn diese Tankstellen bauen, die Wasserstofftankstellen, wenn keiner die Autos kauft. Ne? Also was kommt jetzt zuerst? Die CEP kümmert sich halt darum, die wollen das Ganze vorantreiben. Hinter dem CEP stehen auch Unternehmen wie Honda, Toyota, Hyundai, Daimler und BMW, die das ganze Thema schon so ein bisschen pushen wollen, weil sie halt der Meinung sind, das ist die Zukunftstechnologie. Du willst keine schweren Akkus mitfahren, sondern eigentlich Wasserstoff eine feine Sache. Gut, die Tankstelle hier wird meines Erachtens mit einem Tankwagen ganz normal gefüllt. Es gibt aber auch Tankstellen, die sind ans Gasnetz angeschlossen. Da kommt der Wasserstoff quasi aus der Gasleitung. Und eine dritte Option gibt es auch noch. Da wird der Wasserstoff vor Ort produziert. Das heißt, man nimmt im Prinzip Wasser und Strom und erzeugt daraus dann Wasserstoff und Sauerstoff. Und den Wasserstoff behält man halt zum Tanken. Was auch nochmal ganz spannend ist, gerade bei diesen Tankstellen, die können natürlich nicht mal eben ganz viel Wasserstoff produzieren. So ist die Kapazität von manchen Tankstellen sogar auf 50 Beladungen von PKWs pro Tag reduziert. Und wir stehen jetzt hier schon ein Weilchen, es ist bisher noch kein anderer vorbeigekommen. Im Moment ist man safe, aber auch das muss man natürlich im Hintergrund behalten. Ich denke, auf Dauer wird man dann so ein Wasserstoffgasnetz großflächig legen müssen, damit wir als Brennstoffzellenbesitzer auch ordentlich tanken können. Ja, und jetzt machen wir das einmal. Ihr seid dabei, wie ich das erste Mal live hier Wasserstoff tanke. Das ist die Karte, die hat mir Hyundai mitgegeben. Die führe ich mal hier rein.
mal gut an. Ich glaube, wenn ich die Lust habe, probieren wir nochmal. Achso. Oh, richtig machen, ne? An Zapfpunkt 1 habe ich gelernt, das nehme ich einfach hier raus. Und ziehe ich auf der Wenzel. Hier nehme ich jetzt den, das Ding ab. Das ist im Prinzip wie Erdgas tanken. Und jetzt ziehe ich den Hebel einmal und verriegel das. Und müsste jetzt hier sagen können: Start. Kommunikation mit dem Auto, Drucktest läuft. Drucktest läuft immer noch. Drucktest läuft immer noch. Also das heißt, so ein Tankvorgang, 4 Kilo komprimiertes Gas, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man innerhalb von 3 Minuten betanken. Jetzt sagt er, Betankung läuft. Erwarteter Füllstand des Autos 95%. Aktueller Füllstand 50%. Vielleicht kannst du es einmal einfangen, Tobi. Das ist so die Geschwindigkeit, mit der hier getankt wird. Ich muss gestehen, ich würde mir hier keine Zigarette anzünden. Es hört sich alles ein bisschen fiepig an, aber es soll ja auch alles total sicher sein. Also glaube ich nun mal. Wir warten jetzt einmal, bis das Betanken abgeschlossen ist. Und dann meldet sich der Kollege wieder und ich kann das verlassen. Ja, jetzt sind wir schon bei 90%. Also lange warten müssen wir hier wirklich nicht. Zugegebenermaßen, der Tank war noch halb voll oder kurz vor halb voll. Das geht auf jeden Fall schneller als Strom fassen, sage ich mal. Und somit finde ich das schon ganz interessant, dieses ganze Brennstoffzellen-Thema, auch mit dem Wasserstoff. Und werden einige Experten wahrscheinlich wieder sagen, ja, aber der Wirkungsgrad ist ja gar nicht so hoch. Ist mir relativ egal, wenn die Windräder in der Nordsee nachts auf Dauer drehen, weil es so windig ist und keiner den Strom haben will und daraus wird dann Wasserstoff erzeugt, dann soll mir das nur recht sein. Der wird dann ins Netz eingespeist und ich kann hier quasi emissionslos rausziehen. Dann ist das auf jeden Fall eine feine Sache. Jetzt ist einmal Puff gemacht. Betankung ist abgeschlossen, sagt er mir. Kann ich immer abziehen. Steck ich hier irgendwie wieder rein. Das Ding wird verschlossen. Klappe zu und jetzt müsste ich eigentlich irgendwo noch einen Beleg rauskriegen. Ist auch irre. Jetzt haben wir bezahlt. 2,87 Kilogramm haben wir gefasst. Der Preis ist 9,50 Euro pro Kilogramm. Also hat mich der Spaß jetzt 27,27 Euro gekostet. Ja, so richtig aufregend war das nicht für mich, aber trotzdem, das war ja das erste Mal. So ähnlich wie Gastanken, also wirklich. Was ich aber schön finde, zack, ist der halbe Tank wieder voll. Keine 3 Minuten hat es gedauert, mal von der Stunde Anreise abgesehen. Und jetzt starte ich den Wagen wieder. Und habe hier meine Elektromobilität quasi wieder gesetzt. Kann losfahren, alles ist gut. Und von daher überzeugt mich das schon. Zu dem Fahrzeug selber, zu dem Hyundai iX35 Fuel Cell, werde ich natürlich morgen auch noch ein kleines Review drehen, beziehungsweise ein normales Review, und euch das Fahrzeug vorstellen. Aber ich wollte dieses Gastanken einmal abgesetzt machen. Also verabschiede ich mich, sag tschüss, bis dann, euer Jan.